der Wedel, das ist ein trockener Graben normalerweise. Aber wenn es stark regnet oder früher auch wenn es Schneeschmelze gab, da füllt sich der und wird zu einem reißenden Hochwasser. Er ist also nur dann in Betrieb, wenn sehr viel Wasser fließt. Der Wedel in früheren Zeiten. Der Wedel kommt, war der Schreckensruf in früheren Jahrhunderten. Der Wedel ist seit dem 17. Jahrhundert bezeugt und es gab ungefähr 20 große Wedelhochwasser. Für die Kinder war das ein Riesenspaß. Für die Erwachsenen, die kannten natürlich, was das Hochwasser dann alles anrichtet, die unberechenbare Gewalt des Wassers, wenn die ganze Stadt überflutet war, Keller überflutet, die angrenzenden Häuser, die unteren Etagen vollgelaufen. Also das Hochwasser muss enorme Schäden angerichtet haben und in früheren Jahrhunderten kam auch viel Vieh um. Hier kommt jetzt also aus dem Stubental der Wedel an, das Wedelhochwasser bei Starkregen. Und hier ist eine interessante Stelle, weil hier fließt unkontrolliert über die Straße und fließt da weiter. Da seht ihr, das kleine Ding, das ist der Wedelgraben, der dann in der Stadt relativ groß ist. Und ich glaube, da wo diese Allee ist im Vordergrund, da kommt der Kanal vom Steinheim vom Wehntal. Und dann haben sich die Menschen damals überlegt, so kann das nicht weitergehen, wir müssen irgendwas machen. Und dann sind die auf die Idee gekommen, dass man den Wedel unter die Erde legt. Dieser Wedel ist ein Kanal, ist ein zweizelliger Stahlbetonkanal mit Rechtecksquerschnitt. Und das kann man da super gut sehen. Also, das wurde 1929 begonnen zu bauen und 1977 war es beendet. Wenn ihr euch nachher hier hinstellt, wo ich jetzt stehe, dann seht ihr zum einen wieder diese Stahlbetonkanäle, dann seht ihr hier das Sperrgitter, das verhindert, dass Äste und sonstiges Schwemmgut in den Kanal mit reinfließen und natürlich auch, dass keine Leute reinlaufen, weil das wäre ja gefährlich. Außerdem wollte ich euch jetzt noch ein paar Fotos zeigen. Zunächst mal 1929 und da sieht man, wie die diesen Wedel gebaut haben. Die Schäden nahmen immer mehr zu. Und außerdem war die Kanaldecke nur für den Schwerlastverkehr von 1929 ausgelegt. Und heutzutage gibt es ja wesentlich schwerere Lastwagen und Maschinen, die transportiert werden müssen. Das hat also von der Statik her nicht mehr gepasst und man musste grundlegend renovieren. Jetzt kann man ja nicht einfach die ganze Stadt aufbuddeln wieder. Die haben jetzt hier 315 Meter das wieder aufgemacht und offen saniert. Da habt ihr hier waagrechte Gerüste, damit das Erdreich die Wände nicht eindrückt. Und hier unten sieht man wieder die Kanäle. Im weiteren Verlauf haben sie in das alte Bauwerk ein Inliner-Bauwerk reingebaut. Da haben die so Löcher gebohrt und da innen nochmal neu verschalt. Und da sind dann wieder zwei getrennte Röhren aus Stahlbeton entstanden in den alten Kanälen. Hier kommt der Wedel an, wo die Autos fahren, macht hier so eine Kurve, geht unter dem Goodies durch, der Snackbar Goodies, und dann
fließt da die Grabenstraße fast vor zum C&A. Fließt der Wedel unter dieser Grabenstraße und vor dem C&A werde ich links abbiegen. Diese Straße heißt am Wedelgraben, wo auch immer der Wochenmarkt ist. Da fließt er weiter und dann stoppe ich am Ende dieser Wedelgrabenstraße. Der Wedel fließt hier über den Parkplatz vom Voigt und dann da bei dem Haus, zwischen dem roten Backsteinhaus und dem Haus mit dieser Grafik auf der Wand, da fließt er durch und an der Stelle läuft die Brenz auch unterirdisch und mündet da in die Brenz. Das ist also der verdohlte Weg des Wedels. Die Brenz kommt hier aus der Stadt an, in diesem verdohlten Kanal. Geht hier ein kurzes Stück oberirdisch, fließt dann unter der Straße wieder durch und taucht da drüben wieder auf. Jetzt möchte ich euch noch ein bisschen was übers Hochwasser sagen. Die Hochwassergefahr ist besonders schlimm in Tälern, wo viel Wasser die Hügel und Berge runterkommt. Das Landesamt für Umweltmessungen und Naturschutz, das hat Hochwassergefahrenkarten erstellt. Welche Flächen sind wie oft und wie tief überflutet? Und man kann auch das Hochwasserrisiko für bestimmte Punkte abfragen. Zum Beispiel, wenn man bauen möchte, kann man abfragen, ob dieses Grundstück hochwassergefährdet ist oder nicht. Das Hochwasser wird klassifiziert in verschiedene Stadien sozusagen. Es gibt HQ10, HQ50, HQ100 und HQ-Extrem. Und das bedeutet, HQ10, alle 10 Jahre ist es überflutet, HQ50, alle 50 Jahre, HQ100, alle 100 Jahre. Und HQ-Extrem ist so ein schlimmes Hochwasser wie im Ahrtal. Da sind dann auch alle Hochwasserschutzmaßnahmen außer Kraft, also die Wedelverdohlung und auch diese Rückhaltebecken, über die wir später sprechen, die sind alle für Hochwasser bis 100-jähriges Hochwasser ausgelegt. Da dürfte also nichts passieren. Aber Ahrtal-Hochwasser, da ist halt dann Land unter, da muss man gucken. Ich zeige euch jetzt, damit wir nicht gar so oft anhalten müssen, ein paar Karten. Also zunächst mal ein Vorgriff auf Herbrechtingen. Je dunkler die Farbe, umso öfter überflutet. Hartmann, also hier fließt die Brenz und das ist Hartmann-Gelände. Das ist bei extremem Hochwasser überflutet. Schaut dann so aus. Wangenmühle ist ein Begriff wahrscheinlich. Das ist da so kurz hinter Mergelstetten. Da schaut es so aus. HQ10, HQ50. Die Gegend um die Wangenmühle. Jetzt fahren wir mal ein Stück. Wir werden das kleine Wegle der Brenz entlang fahren. Da sind dann auch manche Brücken nicht mehr begehbar. Im Falle eines Falles, da an dem Sportplatz werden wir auch vorbeiradeln. Da ist es alle 10 Jahre überflutet. Ihr seht das Dunkle. Und dann fahren wir bis zum Heimatmuseum. Das Heimatmuseum ist ein Kulturgut, das auch gefährdet ist. Da ist alles, was zur Brenz hingeht, überflutet. 50, 100 extrem. Und die auch Straße auch, oder? Ja, ja, schau, das ist die lange Straße. Die ist auch überflutet. Die ist auch überflutet. Bei HQ
50. 50 schon. 50. Und der Mühlweg, wo der Weg Richtung Kinien geht, diese lange Straße, wo dieses Seniorenwohnheim ist, auch alles überflutet. Das Gebäude ist das Rathaus und das ist auch hochwassergefährdet. Die haben, um das Hochwasser in den Griff zu kriegen, einen Wasserverband Wedel-Brenz gegründet. Und da gibt es 9 Hochwasserrückhaltebecken rund um Heidenheim. 17 Millionen D-Mark haben sie da investiert und 9 Hochwasserrückhaltebecken gebaut. Im Wehental, im Eseltal, im Mauertal, im Ugental, im Ostel bei Bohlheim, Tölltal, Heintal mit Flöhnstele, Nattheimertal und Möhntal. Und durch diese Maßnahmen ist die Wassermenge in der Brenz um die Hälfte zurückgegangen und deswegen ist die Hochwassergefahr nicht mehr so groß.